und Auszubildende Hebamme im zweiten Lehrjahr hier in der Forstmann-Klinikum in Eberswalde. Der Beruf der Hebamme ist für mich ein sehr erfüllender, denn es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, bei der Geburt eines neuen Menschen dabei zu sein. Der Alltag im Kreißsaal ist sehr vielseitig. Man weiß eigentlich nie genau, was einen erwartet. Es können viele Frauen gleichzeitig unter der Geburt sein, dann kann es schon mal sehr hektisch werden. Es kann aber auch sein, dass es etwas ruhiger zugeht und man mehr Zeit hat für die Betreuung. Jedem, der Hebamme werden möchte, würde ich auf jeden Fall raten, vorab ein Praktikum zu absolvieren und sich eingehend mit den Aufgabenbereichen einer Hebamme zu beschäftigen. Der praktische Teil des Studiums würde hier bei uns im Werner-Forstmann-Klinikum stattfinden. Im praktischen Teil durchläuft man verschiedene Stationen. Hauptsächlich sind wir als Hebammenschülerinnen und Studentinnen natürlich im Kreißsaal, auf der Wochenbettstation oder in der Schwangerenambulanz, aber auch auf verschiedenen Stationen für den Pflegeeinsatz oder auch im OP. Hebamme zu sein ist für mich ein absoluter Traumberuf und jedem, der sich dazu berufen fühlt, kann ich es nur empfehlen, dem nachzugehen, denn es ist ein absolutes Wunder, bei einer Geburt dabei zu sein.